So, hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten Uncharted 3 Gameplay. Erstmal großes Dankeschön, dass du das Video auch überhaupt eingeschaltet hast. So, wir stehen jetzt hier vor der großen Türe, in der wir in dem letzten Gameplay auch aufgehört haben. Wir sind immer noch dabei, den Sullivan in jungen Jahren zu verfolgen. So, da hinten steht er an der Tür. Da geht er jetzt auch ganz heimlich rein. Ja, toll. Ja, klettern wir mal hier Assassin's Creed 3-mäßig ein bisschen hoch, ne? Ja, da sieht man den alten Sack die Treppe hochlaufen. So. Wo müssen wir denn her? Ah, da, okay. Ja, komm, hallo? Sag mal, was macht er denn da? So. Ja, das frage ich mich auch. Der kleine Typ hier kann echt richtig gut klettern, wie ich finde. Also der ist nicht schlecht. So, da drin sind sie. Wo muss ich denn hin? Was machen die da drin? Also. Ah, mich sieht man natürlich nicht. Einen kleinen jungen Kopf da rausgucken. Ja, gut, dass da ein Eingang ist daneben. Okay. Bisschen schaukeln hier. So. Gehen wir hier ganz schön gechillt drüber. So, da unten sieht man ihn. Den Sullivan. Oh, das war echt knapp. Ich dachte schon, da springe ich jetzt wieder in den Tod. Wo ist er? Da ist er. Ja, wer ist es? Springen wir mal hier an das R. Ja, du musst dranbleiben. Verdammt! Da sollte ich nicht lang. So, sehr geil. Jetzt habe ich gerade hier mein Headset verloren. Tut mir leid. Ich muss irgendwie an diese Geldbörse kommen. Okay, sie ist in seiner Tasche. Jetzt oder nie. Es scheint, als hätten wir noch etwas Zeit. Ich habe schon so eine Idee, was wir damit anfangen können. Immer hübsch langsam, Jungchen. Lass mich los! Hab ich mir doch gedacht. Und versuch bloß nicht abzuhauen. Bist weit weg von zu Hause, Jungchen. Nenn mich nicht so. Mami und Papi machen sich doch bestimmt Sorgen. Tja, ja, wohl kaum. Na gut, wechseln wir das Thema. Also das Klauen hast du echt drauf. Du bist wirklich gut. Keine Ahnung, wovon du redest, Opa. Hey, nenn du mich nicht so. Deine Technik ist aber schlampig. Alles viel zu vorhersehbar.
Warum denn? Du hast ja einen Knall. Ach ja? Du bist mir durch die ganze Stadt gefolgt. Hast mich wohl für ein leichtes Opfer gehalten. Aber da hast du dich gewaltig geirrt, mein Freund. Herr Sullivan. Was? Ich vermiss noch was. Gut. Vielleicht rufen wir einfach die Polizei, hm? Mach doch. Aber die wollen bestimmt wissen, warum ein älterer Tourist einem jungen Kerl nachstellt. Du hältst dich wohl für einen ganz ausgebufften. Ich kann ganz gut auf mich aufpassen. Na egal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Cops nicht mehr magst als ich. Schon möglich. Kleiner. Her damit. Ein Versuch war's wert. Den war's wert. Wegen viel zu vorhersehbar, hä? Den ich dem Sullivan gerade abgenommen habe. Da hinten ist ganz so. Zufällig ein Fenster. Das Museum ist zu. Eingang zu Museum. Jetzt hangel ich mich mal mit der anderen Straßenseite. Das war knapp. Echt? Ich habe zufällig so eine Lampe an über dem Fenster, wo ich rein muss. Okay. Zack, bin ich drin. Gehen wir mal hier zu der Vitrine, wo die Sachen drin liegen. Ich habe ja jetzt einen Schlüssel. Verdammt, Kleiner! Na, Victor, wen haben wir denn da? Ist das nicht dieser elende kleine Taschendieb? Na los, Junge, komm. Du hast keine Chance. Gib sie uns einfach. Und jetzt den Ring. Welcher Ring? Catherine! Für wen hältst du dich eigentlich, Junge? Du bist doch bloß ein schmutziger, verwahrloster kleiner Bengel. Du hast kein Recht, diese Dinge anzufassen. Was zur Hölle machen Sie da? Er ist doch nur ein Kind! Schnappt ihn! Scheiße! Er hat den Ring! Brech die Tür auf! Oh Gott! Er will auf das Dach! Schnapp ihn! Die Kette! Aufbrechen! Schnell! Lass los! Ach, Mist! Wer sind diese Typen? Komm her, du kleiner Bastard!
dich! Hopp, Kleiner! Alles einstudiert von den Nachbarn. Entschuldigung, Platz da. Kiyosaki! Tut mir leid. Du Scheißkerl! Los, du kommst mit mir. Wir haben ihn! Entschuldigung, Platz da. Kiyosaki! Tut mir leid. Ja, wen haben wir denn hier? Ups. Alles okay. Wovor hast du denn Angst? Schließ einfach die Augen. Es wird nicht wehtun. Na komm. Bist du okay? Entspann dich, Junge. Wir sind sicher. Na los. Deine Sache, wenn du nicht willst. Ja, direkt mal alles nehmen, ne? Was willst du von mir? Ein Dankeschön wäre nett. Ich hab dir vorhin den Arsch gerettet. Danke. Aber was hast du davon? Ich meine, du bist ein Gauner, oder? Da stimmt doch was nicht. Du bist echt nicht ohne, Junge. Schön Ketchup. Wo kommst du eigentlich her? Ja, rein damit. Hör mal. Nichts für ungut. Aber ich kenne dich nicht. Wenn's das ist, Victor Sullivan. Jetzt kennen wir den Teil, wo du dich vorstellst. Okay. Erzähl mir doch mal, was an dem Ring so besonders ist. Er gehört meiner Familie. Und ich hole ihn nur zurück. Geerbt von Francis Drake persönlich. Genau. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber Drake hatte gar keine Erben. Keine Kinder. Tja, mit seiner Frau in England hat er keine Kinder. Okay, hast recht. Zeig mal her. Na komm schon, Junge. Wenn ich dir das Ding wegnehmen wollte, hätte ich es längst getan. Komm, gib ihn dem Ring. Danke. Was steht da? Parvis... Sic Parvis Magna. Das heißt, Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Ja? Also, den hat er von Queen Elizabeth gekriegt, als er 1581 von seiner Weltumsegelung nach England zurückkam. Sie hat ihn zum Ritter geschlagen. Das hast du aber sicher nicht auf der Straße gelernt.
Wieso spricht ein Kind wie du Latein? Die Nonnen waren irgendwie ganz versessen drauf. Also, du warst im Internat? Das wäre noch nett ausgedrückt. Okay. Also, was hat es mit dem Ring und dem Astrolabium von vorhin auf sich? Tja, sag du's mir doch. Du arbeitest doch für die Typen. Hör mal, Junge. Ein Kunde will was. Ich besorge es. Gegen Geld. Und ich stelle keine Fragen. Das ist nur ein Job. Die Tante war auch echt nett. Ja. Jedenfalls, den Job bin ich eh los. Okay, hör zu. Zunächst mal war das kein Astrolabium. Das ist eine Art Dechiffriergerät. Schau mal hier. Dann ist das Gameplay auch vorbei. Auf seinem Weg um die Welt ist Drake durch Ostindien gesegelt. Aber er hat gesagt, er habe 6 Monate gebraucht von hier nach da. Ja, und? Und das kommt nicht hin. Er war als Segler viel zu gut. Er hätte 1 Monat gebraucht. Höchstens. Er hat irgendwas versteckt. Was Großes. Wie groß? Geheimmission von der Königin groß. Geraubte Schätze im Wert von Millionen, die noch nicht gefunden wurden. Groß. So groß? So groß. Und das Gerät hat was damit zu tun? Ich bin mir todsicher. Na toll. Und Marlow hat es. Das wird dir nichts helfen, ohne den Schlüssel. Sie kann also nichts tun. Noch nicht. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wie du heißt. Und du hast nicht gesagt, was du von mir willst. Okay. Also, du hast Talent. Aber du musst noch viel lernen. Halt dich an mich und ich bring dir alles bei. Danke. Aber ich komme auch alleine klar. Ja, sicher. Lass uns von vorne anfangen. Was meinst du? Meine Freunde nennen mich Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, hä? Okay. Das ist der Beginn einer großen Freundschaft. Ja, glaub mir. Oh, jetzt glaube ich, es ist zu Ende. Okay, das war's. Und das war's. Okay, Jungs. Oh. Ich dachte, du machst einen Schalldämpfer drauf. Sully, keinen Sinn für Dramatik. Genau. Bei all dem Lärm sind gleich die Bullen hier. Los, verschwinden wir. Na, war's für dich auch so schön, Charlie? Was meinst du? Ich hab dich kaum berührt. Und was war das hier? Okay, okay, ich hab mich etwas reingesteigert. Ja. Du hast gesagt, lass es echt aussehen. Sei lieber nett zu ihm. Okay, Adlerauge, sei wachsam. Sie kommen zu dir. Verlier sie nicht. War klar, dass sie anbeißen. Wann werden sie merken, dass sie eine Fälschung haben? Egal. Jetzt sind sie aufgescheucht. Ja, jetzt folgen wir ihnen einfach in ihr dreckiges Loch. Weißt du, bei dir hört sich irgendwie alles schmutzig an. Meinst du? Wir müssen weiter. So, da kommt doch schon die Polizei. Shit, die Bullen. Dann war's hier lang. Danke, dass du das Video angeklickt hast. Abonniert uns, wenn es dir gefallen hat. Gib einen Daumen nach oben. Wenn du sehen willst, wie es weitergeht, guck dir die nächste Folge an. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.